Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Sänger TV. Mein Name ist Michael Schlögl, ich bin Repräsentant von MS Range und ich zeige euch hier einen kleinen Tipp zur Aufbewahrung oder Transport von gesteckten Rutenteile, dass sie nicht im Futteral am Reißverschluss kaputt gehen, beziehungsweise wenn man sie so transportiert auf der Erde legt, dass gleich Schmutz entsteht. Wir haben hier drei Modelle, die sind auch klassifiziert nach Budget, was man in der Tasche hat. Das ist ein Pärchen, das nennen sich Rodbands. Da gibt es ein Unterteil, das steckt man dann hier rein. Und somit ist die Rute schon mal im unteren Bereich vom Griffstück super gesichert und klefft nicht auseinander. Und der Vorteil ist, wenn man das hier jetzt so entfaltet, hier unten ist das vor Schmutz geschützt. Oben, dass das nicht auseinanderkläfft, weil hier ist auch immer das Problem, das bleibt im Reißverschluss hängen und ruckzuck ist die Fiederspitze futsch, ist das auch vorbeugend und somit gibt es hier noch das Hüterli drüber. Das kann man dann auch sichern. Es gibt es in zwei Modellen für größere Ringe und das ist jetzt, das müsste das M-Modell sein bei der Prime X. Dann die zweite Variante zeige ich euch natürlich auch. Das ist meine Lieblingsvariante. Das sind die Rodbelts, nennt sich das. Das ist so eine Art Neopren, aber Neopren finde ich nicht gut. Das ist Elastan drin. Elastan bedeutet, hier ist Dehnung mit drin. Und das Gute gegenüber Neopren, wenn das mal Neopren nass wird oder schmutzig wird, dann hält das Ganze nicht mehr. Wir haben hier mal Tests gemacht in der Vergangenheit. Das hält 8 Kilo Wasser an einem Eimer. Also könnt ihr ungefähr euch vorstellen, was das für ein Halt erzielt wird. Und man kann da richtig zuziehen und das hält bombenfest. Das gleiche gilt im oberen Bereich. Es wird immer ein Pärchen mitgeliefert. Also für den oberen Bereich und für den unteren Bereich. Und ihr seht, die sind richtig stramm drauf und da kann überhaupt nichts mehr passieren. So, und das dritte, das nennt sich Rod Straps. Der ein oder andere kennt es vielleicht, ist noch nicht ganz so im Munde bei vielen. Das ist auch, hier muss man drüber gehen. Das ist ein Gummizug und hier ist eine Sicherung drin. Das erste, es zieht sich von alleine zu und legt sich bei. Gute Lösung, besser auf jeden Fall als ein normales Gummiband. Das gleiche brauche ich jetzt nicht hier nochmal darzustellen. Das gibt es dann als Pärchen. Und hier, wie man es löst, drückt man hier nach hinten und schon ist man wieder draußen. Also hier löst sich da so ein Zahnrad drin. Das war's mal wieder. Ich denke, der ein oder andere hat vielleicht Gefallen daran. Und bei eurem Händler des Vertrauens könnt ihr die Sachen beziehen. Bis dann mal wieder, euer MS.